Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nein, so viel Zeit muss sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV Plus. Ich rede mit euch da draußen heute über dieses Fahrzeug, den Skoda Octavia Kombi in der vierten Produktgeneration. Für diejenigen, die eine Videokaufberatung zu diesem Fahrzeug suchen, die ist unten im Videobeschreibungstext direkt verlinkt. Da zeigen wir euch das Auto von außen, von innen, den Kofferraum, fahren das Fahrzeug auch und bewerten es im Rahmen eines Fazits. Und hier erklären wir das Ganze noch mal ein bisschen. Wenn ihr also die Videokaufberatung sehen wollt, dann schaut die zuerst, die ist unten verlinkt. Ja, ich bin des Öfteren mal gefragt worden in den Kommentaren, sag mal Jan, warum machst du den Octavia denn gar nicht? Ne? Den Konzernbruder haben wir ja relativ früh bekommen, als Fünftürer, als Kombi, als Cupra sind wir ihn auch gefahren. Und bei Skoda, die hatten ein etwas anderes Modell und da hatte ich erst abgesagt und habe mich dann geärgert, weil ich dann das Fahrzeug erst relativ spät bekommen habe. Nun haben wir den Octavia gleich dreimal abgedreht innerhalb von 2 Wochen. Dieses Video ist das erste, was ihr sehen werdet. Wir haben auch noch die Limousine getestet als Diesel und den RS als IV, also als Plug-in-Hybrid. Die Videos kommen dann so nach und nach, Stück für Stück. Ja, der Octavia Kombi ist der meistverkaufteste Kombi in Europa. 6 Millionen Octavia hat Skoda in der Neuzeit produziert und somit ist es mehr als nur ein erfolgreiches Auto, das ist ein richtiger Kassenschlager. Jetzt mit der vierten Produktgeneration haben sie das Auto deutlich aufgewertet. Ein bisschen größer ist es auch geworden, 15 mm breiter, 22 mm länger, zumindest der Kombi. Auch der Radstand ist um 19 mm angewachsen. Was ich aber viel spannender finde, ist die Aufwertung der Optionen bzw. der, wie heißt denn das? Der Ausstattung. mittlerweile in der Basis schon mit voll LED-Scheinwerfern. Optional gibt es die Matrix-LED-Scheinwerfer, was ich super finde hier auch im Octavia. Das Head-Up-Display, was auch in die Scheibe projiziert. Es gibt ein 2-Speichen-Lenkrad, was ich zum Niederknien schön finde. Überhaupt 2 Speichen, das erinnert mich so an meine Zeit früher. Ne? Die Jüngeren von euch wissen das gar nicht, aber früher gab es mal ganz filigrane Lenkräder. Multifunktion war damals noch nicht so gesagt und die hatten dann oft auch nur 2 Speichen. Das war schon eine schöne Zeit. Ja, und jetzt sind wir den Wagen gefahren. Der Alex hatte ihn als Testwagen, darum spricht er aus dem Off auch ein bisschen zu euch hin und wieder. Und sind durchaus angetan. Die Haupttugend des Octavias meiner Meinung nach ist das Platzangebot. Und das hat er jetzt auch in der vierten Produktgeneration wieder bestätigt. Man sitzt vorne bequem, man sitzt hinten bequem. Man hat dazu noch einen riesigen Kofferraum. Und natürlich gibt es auch viele neue Motoren, die dann noch effizienter sind. La la la, ne? Aerodynamisch ist im Übrigen auch geworden. 10% windschnittiger als noch das Vorgängermodell. Und somit auch ein bisschen effizienter. Hier der 1,5 Liter TSI hat zum Beispiel verfügt über eine Zylinderabschaltung. Teilweise fährt man unter Halblast oder wenig Last, dann mit 2 Zylindern nur noch. Somit kann man auch ein bisschen Sprit sparen. Und von den 3 Fahrzeugen, die wir gefahren sind, den 3 Octavias, die wir bewegt haben, ist das meines Erachtens, ja, wie sage ich denn das jetzt? Das ist der unaufgeregteste, aber den würde ich fast am meisten empfehlen. So, 150 PS Benziner, heutzutage fährt man ja kein Diesel mehr. Ne? Also mal sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, ob der Diesel nochmal ein Comeback feiert oder nicht. Man weiß es ja nicht genau. Den Hybrid, den wir als RS gefahren sind, ich persönlich mag Plug-in-Hybride und der fährt sich auch sehr gut. Aber hier so ein 150 PS Benziner, der trotzdem 250 Newtonmeter mitbringt, der fährt sich gut, ne? Der fährt sich unproblematisch, den kannst du deinem Fahranfänger sofort an die Hand geben, aber auch als erfahrener Fahrer kannst du dieses Auto genießen. Die Assistenzsysteme haben sie auch nochmal deutlich aufgewertet, da ist jetzt der Travel Assist dabei, wo du quasi so teilautonom fahren kannst, das ist auch sehr angenehm. Was ich schön finde, ist, wie die Informationen kredenzt werden. In unserer Videokaufberatung am Ende sagen wir, heben wir immer irgendwelche Sachen hervor, negativ wie positiv. Und das ist auf jeden Fall, ich persönlich finde das schön. Sowohl im Head-Up-Display, aber auch im Cockpit, wie die Informationen da kredenzt werden. Erst fand ich so ein bisschen, weiß ich nicht, aber mittlerweile mag ich das wirklich gerne.
und finde auch schön die Informationstiefe. Wildwechsel, spielende Kinder und so weiter und so fort. Wird einem alles hier ins Setup-Display projiziert, aber auch natürlich ins normale Display. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Oder da, also was ich ganz spannend dabei finde, ist, verstehst du mich überhaupt? Ja. Was ich ganz gut finde, ist auch, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen frühzeitig angesagt werden, von wegen Fuß vom Gas, da kommt gleich 70 und solche Geschichten. Das fördert das effiziente Fahren auch nochmal. Das sind ja diese Eco-Hinweise. Ich glaube, das allererste Mal, dass ich das erlebt habe, war im Q7 damals, als der neu kam. Der prädiktive Effizienzassistent hieß der damals noch, der auch dafür sorgt, dass halt vor Kuppen dann irgendwie, wenn dahinter eine Ortschaft sich befindet, dass du der Wagen auch schon runterbremst automatisch. Der übernimmt die Tempolimits auch für dich. Ich weiß, der eine oder andere wird sagen, brauche ich nicht, ne, will nicht überstimmt werden. Aber gerade wenn man längere Strecken fährt, ich finde das so angenehm mittlerweile. Das ist eine feine Sache, wenn es denn funktioniert. Hier bei dem habe ich jetzt keinen Ausfall gehabt. Manchmal, wenn die Tempolimits erkennen oder sich denken, da wären welche, wo keine sind, und dann bremst man auf der Autobahn von 160 runter auf 100, obwohl gar nichts ist, das ist natürlich ein bisschen lästig. Aber im Grunde ist das schon prima. Und auch dieses Fuß vom Gas finde ich super. Weil du musst es ja nicht machen, aber wenn du sagst, heute bin ich mehr auf Spritsparen aus, Entschuldigung, dann bekommst du da auch entsprechende Hinweise und kannst das umsetzen. Auch die Schaltempfehlungen hier, denen bin ich meistens gefolgt, die könnten für meinen Geschmack noch ein bisschen präsenter sein, weil die da unten in der Ecke so ein bisschen rumlungern. Aber rundum ist nett. Wir haben hier viele der Neuerungen, die sie eingeführt haben, in dem Testwagen auch mit dabei. Unter anderem die Ergo-Komfortsitze, die über eine Massagefunktion verfügen. Nun klar, wir sind in der Kompaktklasse. Ne? Das ist jetzt hier kein Premium-Hersteller. Also es sind keine Stahlkugeln, die sich dir in den Rücken bohren und dich durchmassieren, sondern lediglich die Lordosestütze, das Luftkissen, was dann so ein bisschen hin und her bewegt wird. Aber das finde ich auch schon nett. Das reicht ja gerade auf längeren Strecken, dass du so ein bisschen Bewegung hast im Rücken und nicht die ganze Zeit gleich sitzt. Aber die Sitze per se sind ja auch schon sehr, sehr bequem und feudal. Ne? Also, und schick aussehen, finde ich, tun sie auch noch. Das sind, glaube ich, die gleichen Sitze, die auch im VRS sind, die haben integrierte Kopfstützen. Richtig, ne? Ja. Aber so vom Grund her sehen die sehr, sehr ähnlich aus. Ja, kann man kaufen, kann man machen, auf jeden Fall, ne? Wenn man ein Kombi braucht. Und dann können wir eigentlich auch gleich schon in die Bewertung einsteigen. Nur mal ganz kurz, ihr wollt ja immer auch so Informationen am Rande haben. Wir sind am Bilsterberg. Ich stehe zwar in der Sonne, was schön ist, aber ich sehe dadurch den Alex gar nicht. Und es ist wirklich richtig windig. Ja. Und der Wind ist auch bitterlich kalt. Darum auch hier die Mütze immer schön über die Ohren. Eieiei. Gut, ich bewerte das Fahrzeug oder wir zusammen, wenn es Alex Testwagen ist, in drei großen Kategorien. Es gibt Punkte von 1 bis 5. 1 finden wir nicht so geil und 5 finden wir top. Erfüllt der Wagen seinen erfüllt der Wagen seinen Anwendungszweck als vollkommen egal. Wir geben 5 Punkte. Man hat ein massiv großzügiges Platzangebot, einen großen Kofferraum. Egal, ob ich den jetzt als Familienwagen anschaffe oder als Außendienstler mir einen Firmenwagen aussuche. Ich habe massiv viel Platz. Ich kann den Wagen ganz entspannt bewegen. Der bietet auch an, einmal, dass man ein bisschen sportlicher sich bewegt, ja, sofern das halt geht mit 150 Benzin-PS, aber das geht eigentlich schon ganz gut. Ich finde es aber schön, so auf längeren Strecken ist es ein sehr bequemes Auto, was man dann auch ruhiger fahren kann. Ne? So 140, 150, angenehme Geschwindigkeit, wirst unterstützt von den ganzen Assistenten, das finde ich schon sehr lässig. Also, 5 Punkte. Aussehen. Ja, Skoda hat so ein bisschen eine Schippe draufgelegt. Das Auto finde ich noch ein bisschen dynamischer gestaltet. Ich persönlich, das geht ja nur um Geschmack, würde vom Aussehen halt immer den Leon vorziehen, weil ich finde, dass die Spanier vom Design ja so ein bisschen sportlicher, feuriger sind, während Skoda dann immer so ein bisschen zurückhaltender ist. Aber ich finde, in dieser Zurückhaltung sieht das Auto auch schon richtig gut aus. Alex? Ja, bin ich absolut dabei. Ja. Ich finde ihn schön schnittig und geradlinig gezeichnet vorne. 4 Punkte, ja. Auch gerade hier die Integration der Scheinwerfer. Sie haben es ja immer mit diesen Crystal-Ideen da. Das ist schon schick. Nein, kann man auf jeden Fall machen. Aussehen 4 Punkte. Das gilt auch für die Fahreigenschaften. Der fährt sich nicht spektakulär, aber in der Regel willst du das ja auch gar nicht, ne? Also es kommt so ein bisschen drauf an, wenn du das Auto brauchst, als Auto, als Fortbewegungsmittel, brauche ich kein spektakuläres Fahren.
Aber, nee, nix aber. Nö, also ja auch Langstrecke, da ist er auch, ja. Macht er auch super mit. Und du kannst halt auch flotter fahren, das geht. Ja. Du musst dich auf der Autobahn, du bist, weiß Gott, nicht untermotorisiert. Nein. Ich meine, der wiegt ja irgendwie 1,36 Tonnen, glaube ich. Hast 150 PS, das ist schon ordentlich. Sicherlich, der faule Jan würde jederzeit das DSG bevorzugen gegenüber dem 6-Gang-Handschalter. Aber der schaltet sich auch nett. Und letztendlich, gerade im Eco, wenn du da fährst, das ist ja fast Automatik. Ne? Bist ja was ab 60 oder so? Oder so. Erste, zweite, dritte, sechste Gang, so wird geschaltet. Ja. Und ab 75, glaube ich, bis zum sechsten. Kannst du aber auch schon ab 60. Geht schon. Bist ein bisschen untertourig dabei. Ja gut, also fährt sich ordentlich. Ich mag auch das DCC. Ich finde die Spreizung hier jetzt nicht so signifikant, gerade zwischen Komfort und Sport. Bei Sport könnte er meines Erachtens ruhig noch ein bisschen härter sein. Ne? Also ein bisschen weniger Spiel bieten. Ich weiß nicht, bist du bis Landstraße gefahren? Ich bin Landstraße mal, ne? gefahren, ja. Ja, aber ich vom Gefühl her, damit kannst du auch locker deine 160 durch die Kasseler Berge durch, ohne dass du da vom Fahrwerk Probleme kriegst, würde ich aber schon an den Sport schalten. Ja, aber DCC muss man nehmen, weiß ich nicht, weil ehrlich gesagt, alle drei hatten DCC, ne? Die Limousine meines Erachtens auch. Ja, ich glaube auch, dass die es alle hatten, ja. Ja gut, also kann ich euch nicht sagen, wie es sich ohne DCC fährt. Dynamic Chassis Control. Beschleunigung, Durchzug von 0 auf 100 in 8,3 Sekunden. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Ne? Man ist zwar ein bisschen von den 5 Sekunden weg, aber auch so ein bisschen von den 10 Sekunden. Als Vergleich mal, der Plug-in-Hybride RS braucht 7,3 Sekunden, meine ich. Da ist man gar nicht so weit von entfernt und hier fährt man ja die zivile Version. Und ich finde auch zwischen, also hier überholen auf der Autobahn, ne, fährst du deinen Stiefel 120, 130, willst zwei, drei Laster überholen, trittst aufs Gas, das geht auch relativ fix. Ja. Also das ist hier alles nichts Verkehrtes. 4 Punkte. 4 Punkte auch für die Ausstattung, die ist schon sehr ordentlich. Sitzbelüftung fehlt uns natürlich, aber wir haben eine Massagefunktion. Wieso fehlt die uns? Bitte? Die fehlt uns doch nicht. Der hat Sitzbelüftung? Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Doch, wenn du auf den Sitzheizungs-Button drückst, kannst du auswählen, Sitzbelüftung oder Sitzheizung. Siehste, hab ich nicht gemacht, die Sitzheizung war an. Ja, dann ist der schon sehr komplett ausgestattet. Ne? Und dann ist der Kaufpreis auch schon wieder gar nicht so uninteressant. Unter 40.000 das Ganze, ne? Ja. Kann man machen. Ja, Ausstattung 4, trotzdem. Ja. Ja, könnte man fast 5 für geben eigentlich, ne? Er ist schon wirklich gut ausgestattet. Was fehlt uns denn dann? Ja, selbst Massage, hast du ja gesagt, aber... Ja. Was fehlt uns? Ja, eigentlich könnte man da mal... Das müssen wir ändern. Da machen wir 5 Punkte draus. Ja. Ja. Das hatte ich nicht gesehen mit der Klimatisierung. Naja, Schnitt. Machen wir einen JP-Clip draus. Ich, hallo. Nein, kleiner Scherz. Findet keiner lustig. Ich schon. Kofferraum 640 Liter, nicht zerklüftet, clever gemacht, einen schönen Ladeboden dazwischen. Einzig und allein, das hatte ich vorhin noch mal das Thema mit Alex, die Laderaumabdeckung, die steht relativ hoch schon. Ne? Mhm. Wenn du in den Spiegel guckst, die nimmt dir ein Stück von der Sichtfläche des Fensters weg. Ich verstehe nicht, warum sie das so gemacht haben. Wahrscheinlich wollten sie im Kofferraum auch ein bisschen mehr Höhe spendieren. Genau, noch. Das denke ich, das ist der Grund dafür. Aber es sieht irgendwie komisch aus, also im Rückspiegel. Sonst siehst du es ja gar nicht. Ne? Oder wenn ich umdrehe, ist es halt auch. Also die Fensterfläche, die vorhanden ist, wird nicht vollständig genutzt. Klar, das ist nur ein kleiner Mühbereich, aber es ist schon ein bisschen komisch. Trotzdem, Kofferraum 5 Punkte. Zuladung geben wir auch 5 Punkte. 520 Kilo kannst du zuladen, 1,5 Tonnen kannst du ziehen. Klar, wir wünschen uns dann immer, ne? 2,5 Tonnen soll er ziehen können, aber letztendlich ist eine kompakte Kombi, da passt das auch mit den 1,5. Definitiv, also wenn ich jetzt überlege, ich habe ja einen 1,5 Tonnen Anhänger bewusst gewählt, damit man halt mal so eine Tonne Schotter transportieren kann. Ja. Und das geht ja mit dem Auto. Also ich meine, klar, du kannst jetzt nicht hier ganz kleinen Minibagger transportieren, aber eine Tonne Schotter mit dem Hänger geht. Ja, ich denke halt immer an Autos transportieren, weißt du? Da und da wird es natürlich schon... Da wird es eng natürlich. Wenn du ein leichtes Auto hast, wie ihn selber hier mit 1,3 Tonnen, das ist schon vorbei. Ne? Ist vorbei dann, ja. Naja, aber gut, es muss ja auch nicht jeder Autos transportieren und wir leasen die ja alle nur noch. Von daher, apropos leasen, leasingmarkt.de, hier erster Link unter dem Video, guckst du euch an. Ne? Klicken, Anfrage stellen, damit der Jan reich wird. nicht. Und ich natürlich.
Also, Zuladung auch 5 Punkte. Jan-Faktor, wie sehr kickt mich das Auto? Wie sehr möchte ich es haben? Ich gebe hier tatsächlich 4 von 5 Punkten. Der kickt mich zwar gar nicht so, aber ich finde, das Gesamtpackage dieses Autos ist einfach überzeugend, ne? Ja, bin ich komplett bei dir. So, wenn ich es mir vorstelle, als Familienfahrzeug wäre das ein sehr vernünftiges Fahrzeug für uns. Also jetzt so als Beispiel, ne? Zu Hause am Tisch, Schatz, wir brauchen ein neues Auto. Ich habe mir so einen gebrauchten Macan ausgeguckt, den kaufen wir jetzt. Und dann sagt die Herzdame, ja, aber ich habe hier mal so ein Octavia Kombi konfiguriert. Den nehmen wir, ne? Was willst du denn da sagen? Okay. Ja, fertig. Ist halt so. 4 Punkte. Effizienz. Nefts von 5,1 Liter, WLTP 5,7. Real über 1000 Kilometer 6,5 Liter. Alex effizient 5,6 Liter, ja. Also unter den WLTP noch gefahren. Dazu auf der Autobahn, wenn du Gas machst, eher so 8,5 Liter, was ich aber auch noch vollkommen okay finde. Das ist jetzt nicht Dauergas durchgefahren, aber halt zügiger unterwegs gewesen. Das kann man nicht meckern. Gerade wegen dem unter dem WLTP gefahren gibt es hier 2 Punkte. Ja, vor allen Dingen nicht nur unter dem WLTP gefahren. Ich bin ja die Strecke hierher, die 250 Kilometer quasi mit 5,6 gefahren als Effizienzfahrt. Natürlich bin ich da jetzt nicht Autobahn 180 und so weiter. Ja, aber das macht man ja auch nicht bei Effizientfahrten. Ne? Nein, aber ich bin dann einfach hergefahren. Ja. Effizient. Und das waren 5,6. Das finde ich schon ganz okay. Also er hat sie nicht, du hast sie nicht verbogen, das meinst du damit, ne? Genau, also, ich habe jetzt nicht ständig ausgekuppelt, nicht ständig abgerollt und solche so. Geschichten, sondern Motor ausgestellt, richtig, ausgestiegen. Ja. Ausgestiegen, damit es nicht so schwer geschoben, ist. Geschoben, nein. Ja. Einfach normal gefahren. Ja, sehr ordentlich, 2 Punkte. Da sind wir ja immer ein bisschen komisch, dazu später mal mehr. Fahrkomfort, Sitze, Fahrwerk. Die Sitze sind eine Wucht, das Fahrwerk ist auch angenehm. Wie gesagt, die Spreizung jetzt in den sportlichen Bereichen nicht ganz so ausgeprägt, aber das ist schon alles sehr ordentlich. 4 Punkte. Geräuschniveau, der ist nicht laut, das wird er ab 180, das finde ich vollkommen akzeptabel. Auch die Abschirmung nach draußen ist schon ganz ordentlich, ohne dass man jetzt hier groß Akustikverglasung hat. In dem Sinne auch hier 4 Punkte. Ergonomie, ja, haben wir uns kurz drüber unterhalten. Einmal haben sie ja so ein bisschen in das Infotainment-System ausgelagert. Ja, schön ist das nicht, aber es geht halt. Ich finde das Lenkrad zwar zum Niederknien schön, aber die Bedienung des Lenkrads gerade mit diesem Hin- und Herschalten da von den Armaturen schon ein bisschen nervig. Allerdings, wenn man ehrlich ist, wie oft machst du das halt, ne? Ja. Also ich würde mir da mein Setup einstellen und damit würde ich auch fahren. Genau so ist es. Ja, und von daher, das ist schon in Ordnung alles, 4 Punkte. Schön, hier haben wir noch Lichtschalter, auch wenn die so komisch angeordnet sind und so dämlich durchschalten muss. Aber es sind tatsächlich noch richtige Schalter und keine Touchflächen, wo du aus Versehen drankommst, weil du das Gebläse anstellen willst, wie was jetzt zum Beispiel. Ja, gut, Ergonomie 4 Punkte, Assistenzsysteme 5 Punkte, die haben sie gut angehoben. Wir haben den Travel Assist dabei, diese Effizienzhinweise basierend auch auf der Topografie deiner Route. Das ist schon alles sehr nett. Also nicht nur nett, das ist gut. Auch der adaptive Tempomat funktioniert vernünftig beim Handschalter. Ich liebe das. Es gibt ja Leute, die sagen, macht überhaupt keinen Sinn, einen adaptiven Tempomaten beim Handschalter zu haben. Sehe ich überhaupt nicht so. Der behält auch die Geschwindigkeit, wenn du schaltest. Genauso willst du es ja haben halt. Ne? Also ja, vor allen Dingen, wenn du ab 75 km/h im 6. Gang fährst, bist du auf der Autobahn immer im 6. Gang. Also ja. Nee, das ist schon sehr ordentlich. Assistenzsysteme 5 Punkte. Bedienung, Infotainment-System gebe ich 4 Punkte. Das ist im Grunde sehr schön gedacht. Teilweise auch lustig verspielt gedacht, aber zum Beispiel die Autoeinstellung. Da haben sie jetzt, klickst du, musst du hin und her swipen, um zu den Punkten zu kommen. Was ist denn gegen die gute alte Liste einzuwenden, ne? Wo du einfach runtergehst und dahin klickst und hier musst du dann da und nochmal klicken. Ich glaube, die Klickstrecken sind gar nicht so viel länger geworden, aber ich finde es halt, das ist nicht sinnvoll. Und das ist an ein, zwei Stellen da so in dem System. Sonst ist das schon gut strukturiert, aber halt jetzt auch nicht perfekt. 4 Punkte. Die Lautsprecher, das ist das Kentensystem.
Ja, das ist, glaube ich, eigentlich so ein bisschen die Achillesferse von Skoda. Die machen das ja schon lange mit dem Kentensystem. Ich finde das genauso wenig überzeugend wie das Beat-System der Konzerngeschwister. Also auf die unterste Stufe kannst du es ja nicht stellen. Ich verstehe kein Wort gerade, Alex. Ja, ich finde das Beat-System doch nochmal schlechter. Ach so. Weil ich fand ja, jetzt auch das Kanton-System im Superb ganz gut. Hier bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Ich frage mich manchmal, ob die noch eingespielt werden müssen, die Systeme, aber nee, eigentlich, das ist halt, ist nicht wirklich ausgewogen, es ist auch sehr, naja, egal. Also, Lautsprechersystem, 3 Punkte, Airbag vorne abschaltbar, ja, wir haben sogar bei diesen sportlichen Ergo-Sitzen Isofix-Halterung, das finde ich richtig gut, dafür gibt es 5 Punkte. Auch wenn ich den Schlüsselbart hier rausfriemeln muss, aber das geht auch noch relativ einfach. Einklemmschutzfenster hinten gegeben, in der Klappe auch, im oberen und unteren Bereich, alles gut. Und praktische Elemente für die Familie, wir haben Ablagen. Oh. Wir haben Rollos. Wir haben Rollos, wir haben Strom vor allen Dingen. Keine Tische. Auch, bitte? Keine Tische. Nein, keine Tische, aber wir haben ja zumindest diesen iPad-Einsteckknochen halt. Und das finde ich auch pfiffig, auch für die Kopfstützen das Ganze. Ja. Das ist schon, gestern bin ich irgendwie früh morgens ja losgefahren, war vor mir auch jemand, der hatte hier so ein größeres Smartphone, glaube ich, und das Kind durfte irgendwas gucken, ob das jetzt gut ist. Das will ich nicht bewerten, das aber dass das so festgemacht ist, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, rundum ein sehr solides Auto, was man auf jeden Fall kaufen kann, wenn man den möchte. Die Auswahl gerade im Kompaktsegment bei den Kombis ist ja riesengroß. Nicht nur was die Fahrzeuge angeht, sondern auch die Motorisierung. Ich finde es schon sehr, sehr ordentlich. Ich habe noch was. Ja. Bei dem Octavia ist das jetzt auch neu, dass der den Regenschirm in der Tür hat. Ne? Das war doch vorher mit dem Superb vorbehalten. Ist da jetzt auch einer drin? Ja. Kann man ja mal kurz erwähnen, oder? Stimmt. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Also weder bei der Limousine noch beim VWS. Beim VWS war es auch, ja. Naja. Ja, komm, wir machen ein Schnittbild und ich leg's für alle drauf. Ja. Ja. Gut, das soll's gewesen sein an dieser Stelle. Und nochmal so ein Hauch von Behind the Scenes. Alex und ich sind gut gelaunt. Denn das ist das vorletzte Auto, was wir in diesem Monat drehen. Und dann haben wir 15 Autos voll. Von daher, da steht noch der Toyota Corolla. Da machen wir gleich auch noch was. Den drehe ich am Montag, aber auch noch weiter. Heute ist, weiß ich nicht, Samstag. Mhm. Und wir sind jetzt aber am Jahresende. Wir drehen dann auch gleich noch nach dem Toyota ein kleines Weihnachtsspezial, was ihr dann Heiligabend Kredenz bekommt. Ja. Und da freue ich mich auch schon drauf. Gut, das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Wir freuen uns immer über einen Daumen nach oben, auch über eure Kommentare, Meinungen, Pöbeleien meinetwegen auch. Es ist ja alles gut für den Algorithmus. Also von daher sind wir da großherzig und großzügig. Bitte gehabt euch wohl da draußen. Wir verabschieden uns. Ciao. Und ich sage wie immer, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan. Ihr kennt das übliche YouTube-Spielchen. Links und rechts oben findet ihr 2 Videos von uns, die genauso toll sind wie das, was ihr eben gerade gesehen habt. Klickt auf das Logo und dann könnt ihr unseren Kanal kostenfrei abonnieren und kriegt kostenlos immer Updates, wenn wir ein neues Video einstellen. Wenn ihr uns tagesaktuell begleiten wollt, folgt uns auf Instagram und Facebook. Die Links findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Macht's gut und bleibt gesund da draußen.